So, ich sag dir mal was, Marc, ne? Ja. Das ist mein Lieblingsgeschmack. Aprikose, Aprikose auch, du musst auch Aprikose sagen. Aprikose, also Red Bull, sagen, Aprikose. Aprikose, Erdbeere. Ja, das stimmt tatsächlich. Das schmeckt sehr geil. Leider geil, das Zeug. Sehr geil, ich muss ja. es sagen. Und ich frage mich, ja. frag mich, Marc, warum die uns noch nicht sponsern. Warum die uns, du meinst Red Bull? Ja, warum denn nicht? Du, wir können den ja einfach mal pitchen, ja. dass wir während der Podcast-Aufnahme aus der Stratosphäre springen. Dann sponsern die uns vielleicht. Round one, Baby. Ja, Eintritt in die Erdatmosphäre. Ja. Geil war das. Ah, das hat gut getan. So. Der schlägt dann ein. Die Folge schlägt dann ein. Das schlägt ein. Ich will gleich, harte Topics, ne? Ich will direkt einsteigen. Aha. Ich habe mich heute über was ertappt. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein. Ich habe, also pass auf, ich halte ja alles mit Vintage Toys so ein bisschen von mir fern. Mal davon abgesehen, dass alle mich bearbeiten mit Big Jim und so. Das ja, aber das ist gerade so ein Running Gag einfach. Ja. Ja, solange du dich jedes Mal darüber aufregst, ja. werden die irgendwas. Leute, kommt das. Ja. Und das ist auch okay und darüber freue ich mich auch sehr. Aber der Punkt ist, bis jetzt hatte ich nicht selber angefangen, über Sachen nachzudenken. Und ich denke so, Toyplosion kommt näher. Ja, dauert nicht mehr lang, ja. Und ich war bei mir im Keller. Oh Gott. Und in meinem Keller steht ein Riesenkarton. Oh Gott. Der ist so groß wie dieser Tisch hier. Ja. Also wenn ihr das Video seht bei YouTube, könnt ihr das sehen. So ein richtiger Tisch, ne? Ja. Tisch und ja. dann mal eben 16 cm hoch. So. Und in diesem das Teil. Das ist nicht so hoch. Ein Karton. Ja. Ja. Ist ja auch egal. Jedenfalls ist es ein großer Karton. Oh Gott, ich bin so gespannt und gerade. Und in diesem Karton. Ja. In diesem Karton. Ich bin gespannt. Befinden sich Buff-Teile. Und zwar für die DC Universe Classics Figuren. Leck mich am Arsch. Echt viele. Und ich habe das, also bei mir war es so, ich habe eine Zeit lang, immer wenn ich welche gekriegt habe, irgendwoher habe ich die da reingeschoben. Immer so, weißt du, immer so reingepackt. Und gestern hatte ich einen Rappel im Keller. Ja. Das Ding mit draufgenommen. Habe das einmal ausgepackt und ja. habe mal geguckt, welche Teile habe ich, was fehlt. Ja. Um eine Figur wieder fertig zu machen. Und habe gemerkt, nein, ich bin total angekriegt. Nee, gar nicht. Aber ich habe so ein paar Fass zusammengekriegt. Genug, dass ich gedacht habe, ich muss gucken. Und dann ist mir Folgendes eingefallen. Mhm. DC Universe Classics sind so Anfang 2000 bis 2010 ungefähr rausgekommen. Four Horsemen. Von Mattel. Zeitgleich mit den Moto Classics, oder? Oder waren die Moto Classics ungefähr, ja. später? Doch, nee, da ungefähr ein bisschen. Die Moto Classics kam glaube ich, entweder später. Gleichzeitig oder ein Ticken später. Ich weiß es nicht mehr genau, aber der Style ist halt unverkennbar. Aber so. es gibt Kooperationen zwischen den Moto Classics und den DC Universe Classics. Diese Moto-Fans werden das auf jeden Fall kennen. Merman, die, Aquaman, die bekannten Superman, He-Man. Genau. Genau. Lex Luthor und Skeletor. Und meistens war es so, wenn sie die ausgepackt haben, dann haben sie immer die DC-Figuren vertickt. Die hast du relativ billig gekriegt und die wollten halt die Moto Classics wollen. Ja, klar. Haben. Und ja, das verstehe ich auch, die sind ja, grandios. So. Ja. Aber ich liebe halt die DC-Figuren auch hart. Ja. Hawkman und Stratos. Egal. Und ich sitze so da und sortiere das und denke so bei mir, also einzeln kriege ich die Teile nicht. Ich kriege die Teile einzeln nicht. Und dann muss ich gucken, ob ich die Figuren irgendwo finde. Ja. Mit eingepackt mit dem Teil. Okay. So, und dann kommt so ein Gedanke, kommt langsam hoch. Ich gucke bei eBay und denke so, oh, ich finde da nichts. Irgendwie ist da nichts, was ich suche. Scheiße. Und dann, nee, aber das sind ja eigentlich Vintage-Toys. Und wo sind wir denn übernächste Woche? Oder nächste Woche sogar? Oh. Wir sind auf der Vintage-Toy-Börse. Und jetzt habe ich die unfertigen... Nein. Die unfertigen Buff-Figuren alle abfotografieren. Ja. Sodass ich weiß, welche Teile das sind. Dann habe ich nochmal, bin ich noch einen Schritt weiter gegangen. Dann habe ich... Diese immer auf der Rückseite von den Kartons stand drauf, welches Teil bei welcher Figur dabei ist. Ja. Da habe ich von den Figuren, die ich zusammenbauen will, habe ich die ganzen Rückseiten der Kartons abfotografiert und habe die jetzt auch auf meinem Handy drauf. Oh Gott. Und während ich das mache, denke ich, fuck. Ist da ein Grail bei? Ich bin komplett eskaliert. Es ist kein Grail, aber ich bin gerade richtig heiß, wieder ein Kilowog zusammenzukriegen.
weil der ganz gut aussieht. Und den Validus, der eigentlich auch günstig so zu kriegen ist, das ist mir aber scheißegal. Den Validus, den finde ich auch geil. Also es gibt so ein paar, wo ich denke, oh, das, da fehlt nicht so viel. Und ich habe die schwierigsten Teile habe ich eigentlich schon, was aber immer so ein Fehldenken ist. Du, wir haben ja auch ein paar Zuhörer, die gar nicht wissen, wovon wir reden. Vielleicht sollten wir mal ganz kurz zwei Sätze sagen. Was ist das eigentlich? Tut mir leid. Das ist eigentlich was zum Thema auch passt. Zubehör. Ja, genau. Es sind eigentlich Zubehörteile. Es ist, okay, pass auf. Also ich mach mal ganz kurz. Bei Marvel Legends gab es immer zu jeder Actionfigur, 6-Inch-Actionfigur oder vielen, gab es meistens Bauteile dazu, mit denen du, wenn du 7 von den 6-Inch-Figuren gekauft hast, konntest du eine große, 6 oder 5 zum Teil auch nur, konntest du eine größere oder eine besondere Figur nochmal zusammensetzen, die es so einzeln nicht gab. Ja. Am besten waren die ganz alten Sachen, weil da richtige Brocken dabei waren. Weil du dir einen Galactus bauen konntest, einen großen, 40 Zentimeter großen oder einen Sentinel, selbe Größe, oder einen Giant Man oder natürlich der Apocalypse. Oder natürlich Fing Fang Foom später, mein absoluter Lieblingsbuff. Und richtig Riesenteil, total geil. So, das heißt, du kaufst die Figur und hast dann das Bauteil dazu und setzt sie dann zusammen. Und mein Hobby ist dann geworden, irgendwann mich auf diese Bauteile zu konzentrieren, weil die eine Zeit lang die Leute nicht so heiß gemacht haben. Die haben die Figuren gekauft, die 6-Inch, und fanden die ganz geil. Mhm. Und hatten dann die Bauteile, haben sie dann irgendwie zusammengepackt und haben gesagt, hier, die bieten wir dann als Konvolut an. Und ich habe in der Zeit, als die Leute die alle loswerden wollten, habe ich halt ordentlich Konvolute gekauft, für günstig Geld aus Amerika und so. Und das ging dann auch noch los mit den DC Universe Classics, also DC-Figuren, die ich echt liebe und mag und auch eine schöne, also wo ich auch die Figuren ganz hübsch fand. Und die haben halt auch richtig schöne, also Four Horsemen Buffs quasi. Ja, also Build a Figure sehr, ist sehr, buff. Sehr, sehr, sehr tolle, sehr tolle modellierte Sachen auch. Mhm. Auch sehr abgefahrene. Ich erinnere mich da, wir haben ja in der Cave auch ein paar, die du gebaut hast. Ja. Von den DC Universe Classics. Ja. Und ich erinnere mich da an so einen grünen, transparenten Chemo, den ich echt faszinierend, den finde ich so faszinierend. Buffs jemals. Ja. Weil der auch super besonders ist. Die Four Horsemen neigen dazu, Dinge wiederzuverwenden. Wenn's, also zum Beispiel Brustteile ähneln sich oft oder Beine. Ja. Da wird also sehr, es wird manchmal so ein bisschen, ich sag mal, geschummelt im weitesten Sinne. Den Kilobock-Körper, der ist ja, den gibt es ja auch noch 2-3 Mal. Den gibt es mindestens 2-3 Mal. Mhm. Also Validus hat einen ähnlichen oberen Torso und Akilo hat einen ähnlichen oberen Torso. Die sind halt schöne große Brocken. Mhm. Und speziell Kilobock ist mein Lieblings-Grüne Laterne. Das ist halt so ein richtig schöner Außerirdischer. Und ich habe Bock, den fertig zu machen. Obwohl ich habe den fertig zu Hause. Mhm. Aber wenn du die Bauteile hast, dann hast du dieses Gefühl, ich muss den fertig machen. Ich muss gucken, wo ich die anderen Teile finde. Und es wird halt mittlerweile immer schwerer, weil mehrere Leute dieses Hobby aufgegriffen haben. Beziehungsweise andere Leute gemerkt haben, dass es Leute gibt, die Bock haben, Buffs fertig zu bauen. Und dann werden die Teile auf einmal sehr teuer und sehr selten. Und das ist noch ein weiterer Aspekt. Hm. Diese Buff-Teile, also diese Build-A-Figures, generell auch bei Marvel, sind meist, also sehr, sehr häufig Charaktere, die nie wieder erschienen sind als Einzelnen. Also Hasbro macht es ja mittlerweile so, dass sie häufig Buffs nochmal als separate Deluxe-Figuren nochmal rausbringen. Aber eine ganze, also von DC gibt es das gar nicht. Nee. Also der nächste Kilowog, der rausgekommen ist, war jetzt gerade vor kurzem von McFarlane Toys. Der war aber auch in Amerika so ein Target-Exclusive-Ding und war, glaube ich, auch ein Two-Pack gewesen. Ja. Und hier in Europa auch sofort wieder vergriffen. Ja. Und es gibt sonst keine Charaktere. McFarlane hat tatsächlich die Tradition fortgesetzt. Ja. Die hat ja die Rechte von Mattel übernommen für DC. Mhm. Und das macht aber die Mattel DC Universe Classics noch seltener, noch geiler. Du weißt, das wird nicht nochmal kommen. Und wenn du so einen jetzt fertigstellst, das ist ein geiles Gefühl. Ja, das ist ein geiles. Mir geht es gar nicht darum, den zu verticken oder so. Mir geht es einfach darum, ich will den fertig haben. Und ich habe sehr begrenzte, wie du weißt, sehr begrenzte handwerkliche Fähigkeiten. Aber so ein Ding kriege ich gebaut. Zusammenstecken kann, das haben die Four Horsemen sehr schön gelöst. Gerade speziell die DC Universe Classics Click and Connect hießen die. Oder Collect and Connect. Sind sehr leicht zusammenzubauen und funktionieren auch wunderbar. Und ich muss aber sagen, McFarlane lässt sich auch nicht lumpen. Ich habe jetzt bei einem Anbieter in England, wo ich auch, mir hat die Hand so gezuckt,
Der hat den Starro angeboten. Oh, der Starro, ja. Und das die Fledermaus. Der Starro-Buff, der hat es leider, der hat es die Wave nie nach Europa geschafft. Ein riesen Seestern mit einem Auge in der Mitte. Und sieht so genau. Geil aus. Und selbst in den USA haben die meisten Händler die Figuren nicht bekommen. Du brauchst nur 4 Figuren für die Buff-Figur, für den Starro. Der sieht super aus. Aber das war eine ganz komische Nummer. Mhm. Jede Figur kam in einem Monat raus. Und immer nur in, glaube ich, in Target Stores. Ich glaube, in Target Stores. Also super kleiner Markt. Super, also Target hat schon super viele Filialen. Das ist so wie DM oder sowas. Ja, ja. Kann wenn man du das in Amerika lebst, kriegst du das Ding schon irgendwie. Aber auch da schwer. Ne? Schwer. Der ist selbst in Amerika richtig teuer. Ja, ja, genau. Also du kriegst die Figuren einzeln unter 50 Euro. Kannst du vergessen. Was hätte der denn gekostet? Der kostet 119. Das ist nicht mal. Ich wäre bereit, England. Das zu bezahlen, wenn ich die Kohle. Und das ist England, da kommt noch was drauf. Mindestens 15 Euro. Also derselbe Anbieter hat halt den Starro und dann hast du den Beast Boy Buff mal gesehen. Ja. Der sieht nämlich auch geil aus. Ja. Das ist ein bisschen angehalkter Beast Boy, die ganze Teen Titans Wave. So ein bisschen die er bulky, hat, ne? Das triggert mich so hart. Mhm. Wenn ich Kohle hätte, ich würde das so vor. Oh, es ist schlimm, wie mich das triggert. Ich zuck. Jetzt, ich habe schwitzige Handflächen gerade, weil ich echt drüber nachgedacht habe, mir den Starro zu holen und den Beast Boy. Ja. Und dann habe ich nämlich bei einem anderen Anbieter habe ich gesehen, dass er diese Fledermaus, der als Buff dabei war, so eine riesen Fledermaus, die bei Batman Forever McFarlane dabei war, und die auch so geil ist. Ich hätte die so gerne, weil die auch so einen Flightstand hat. Ja. Und die ist echt groß. Die hat, glaube ich, eine Spannweite von fast 30 Zentimetern oder wie noch. Geil. Ne? Ja, das ist die durch das Fenster fliegt und ihn quasi inspiriert, Batman zu werden im Film. Denke ich, oder? Ist das nicht die Fledermaus? Das ist die Monster-Fledermaus, die er sieht, wo er bei dem Riddler auf der Party in diese Kammer geht. Oh shit. Weißt du? Okay, alles klar, ich verstehe. Wodurch die dann mitkriegen, ah fuck, Bruce Wayne ist Batman. Oh shit, das reicht. Und diese Monster-Fledermaus ist das. Und dadurch, dass die halt so monstermäßig aussieht, ist das jetzt gerade ein Ding, die für die Mythic Legions zu benutzen als also Flugtiere für die Goblins. Das macht mich so heiß. Ja, mich auch. Fuck. Wir sind manchmal so einfach, oder? Sind wir nicht simpel? Total. Total krass. Weil die Vorstellung, da eine Figur draufzusetzen, ist das Geilste. Wie geil das aussieht. Ja. Und vor allen Dingen ist es, du hast eine schöne Base und das ist auf einer Stange drauf und dann hängt da diese Riesenfliege und ich denke, ich gucke das an und bin so, und mir geht's fast exakt genauso bei diesem Seepferdchen, das sie als Reittier in Aquaman 2 irgendwie, was McFarlane auch rausgebracht hat, dass ich schon im Korb habe. Bei Amazon. Weil die Asche hier, ne? Dann gibt es ein Angebot. Mhm. Statt 37 Euro 31. Und ich bin so, das ist ein Schnapper. Ne? Zumal das ja auch sonst keiner mehr hat. Das so, ist ja der und dann Punkt. Ist es so, und dann beginnt genauso, also pass auf, du musst dir vorstellen, ich habe diese Fotos gemacht von diesen Kartons. Von den Teilen. So schlimm. Während ich es gemacht habe, habe ich mich ein bisschen geschämt. Und hab gedacht, oh Gott, du spinnst. Du kannst es dir nicht leisten, du hast den Platz nicht. Warum? Hör doch mal auf. Hör doch, jetzt bist du gehst gerade einen gefährlichen Weg runter. Ich hatte das Gefühl, ich habe meine. Weißt du, wie das sich ranhört? Sorry, es hört sich gerade an wie so ein Typ, der so vor der Hermannstraße auf und so ab geht. Genau so ist es. Genau, aber genau so ist es. Wir sind hier bei den anonymen Actionfigurensammlern. Hallo, ich heiße Janis und mein Name ist Janis und ich habe ein Problem. Ich habe ein Problem, ich sammle Actionfiguren. Aber das ist leider, also wie gesagt, das sind die Figuren und das sind so die Sachen, die mich, da kann ich nicht, das ist so Big Jim und so habe ich im Hinterkopf und da habe ich diese Kindheitsgefühle dabei, was mich reizt so, aber das kann ich immer noch, ich kann das noch unten halten, es geht noch. Mm. Aber bei Actionfiguren, speziell wenn es um Figuren geht, die ich irgendwie cool finde, sehr schwer für mich, sehr schwer. Ich habe da heute tatsächlich so ein bisschen, wie ich im Laden saß, habe ich so ein bisschen, also ich schnack ja auch immer viel mit Kunden und höre auch immer viel, wenn die sich so unterhalten und so. Ja. Ich belausche die jetzt nicht aktiv, aber man kriegt ja viel mit. Man kriegt ja viel mit. Ja, zwangsläufig. Und ich habe festgestellt, es gibt, so meine ich, 4 Hauptkategorien von Sammlern von Figuren. Finde ich sehr interessant. Erzähl 4 Hauptkategorien. Und da gibt es natürlich Unterkategorien, aber es gibt meiner Meinung nach, das ist jetzt so meine einzige, ich bin also so gespannt. Meine persönliche Studie. Ja, los. Quasi Langzeitstudie. Lass hören, Marc. Also, es gibt einmal, das fällt mir nämlich jetzt gerade auf, wie du wieder gesagt hast,
ja, das ist hier Kindheit, mhm. aber das triggert mich nicht so hart wie das andere, ja. weil du nämlich kein Nostalgiesammler bist. Das ist nämlich die erste. Nee, stimmt. Nicht die erste se. Kategorie mhm. sind Nostalgiesammler. Ja. Das sind so Leute, die nach die in Smith Toys oder in die Cave kommen, sehen Moto Origins He-Man und sagen, geil, den hatte ich als Kind, den kaufe ich mir jetzt. Mhm. Das sind Nostalgiesammler. Und dann kaufen die plötzlich ganz, ganz viele Origins mhm. und irgendwann merken die, Actionfiguren sind eigentlich gar nicht so mein Thema. Ja. So. Ja. Was Andy Daniel auch letztens erzählt mhm. hatte, dass er momentan so extrem viele Moto Origins Sammlungen angeboten kriegt von mhm. den Leuten, die einfach in der Pandemie völlig eskaliert sind bei mhm. dem Thema. Weil das halt auch aus nostalgischen Gründen. Absolut. Das gibt natürlich Leute, die haben riesige Sammlungen aus nostalgischen Gründen. Ne? Ja. Also gerade in der Moto-Szene, also ich sag mal so Nostalgiesammler sind halt Leute, die Sachen kaufen, die sie in der Kindheit hatten und oder damals halt nicht bekommen haben aus irgendwelchen Gründen. Das hören wir ja auch immer. Das ist, ja, absolut. Ich habe früher auf dem Dorf gewohnt, es gab kein Toys R Us in der Nähe, mhm. ich habe nicht den Zugang zu Essspielzeug gehabt, bla 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 bla. Das habe ich bis zu einem gewissen Punkt habe ich das auch. Mhm. Also ich merke so, dass ich bei Star Wars, dass ich genau weiß, was ich, also da habe ich noch, da zuckt mir die Hand manchmal. Mhm. Wenn du sagst Town Town, das, als du mir erzählst, dass du Bock hast aufs Town Town, das ist ja. was mich auch durchaus, genau. Ein Wampa, ein Town Town. Ja. Das sind so die Sachen, die hätte ich als Kind gern gehabt, hatte ich aber nicht. Ja, ja. Und mein großes Problem ist ja, um das schon mal vorwegzunehmen, erzähl doch bitte. In mir vereinen sich leider alle vier Kategorien und das ist ein Riesenproblem für mich. Oh Gott, du brauchst Hilfe, Marc. Ja. Das kannst du alleine nicht mehr stemmen. Nein, kann ich nicht. Kann ich nicht. Das ist ganz schön gemein, aber entschuldige, also Nostalgiesammler ist die erste Kategorie. Okay. Ne? So, also das sind wirklich dann Leute, die kaufen, die wissen, ich habe das früher gehabt und das muss ich jetzt haben oder ich habe es halt nicht gehabt und deswegen heute kann ich es mir leisten. Ja. Und, ne? Und die sind dann halt auch meistens sehr, sehr drauf bedacht, das muss alles super aussehen, das muss komplett vollständig sein, am besten mit Box und so weiter, um dieses komplette Feeling zu haben. Nostalgiesammler. Ja. Dann gibt es Sammler, die ich bezeichne das jetzt mal als Fansammler. Ja. Das sind Leute, die zum Beispiel sagen, ich bin der größte Star Wars Fan der Welt und ich muss alles von Star Wars haben. Ja. Oder nehmen wir wieder Moto als Beispiel. Ja. Das ist mir nämlich aufgefallen, ich hatte mir von der, es war ja Grayskull Con vor kurzem, ja. und da hatte ich mir auf Planet Eternia auf dem YouTube-Kanal ein kurz angeguckt, hier so Impressionen und so ein Haul, ne, vom Kauf da. Mhm. Das ist der, ich glaube Matthias heißt er. Den kennst du auch aus Gruppen. Der hat immer so schwarze, zurückgegelte Haare und so eine Brille. Mhm. Ne, der postet immer so ein Foto, wie er sich ganz doll freut, wenn er eine neue Figur hat. Super, super sympathisch. Ja. Da weiß ich zum Beispiel, das ist zum Beispiel so ein Typ, der ist einfach, ich vermute, einer der größten Moto-Fans überhaupt. Und der kauft alles. Und das, da ist mir nämlich aufgefallen, Fansammler, das sind dann Leute, die nicht nur Actionfiguren sammeln, sondern Aufkleber hat er sich geholt und dies und irgendwie Custom-Zubehör, wo Hauptsache Moto steht drauf und so. So. Und das ist halt auch so eine Kategorie, ne? So, also Nostalgie-Sammler. Da gehört dann auch Funko dabei und alles, was. Ja, die also ein bisschen Marken oder Brands oder so, ne? Okay. Natürlich, ne? Also, wie ich es eben gesagt habe, die kann sich auch vermischen, ne? Also, aber es gibt auch noch Unterkategorien und so. Mhm. Aber jetzt so die meine persönlichen Hauptkategorien, die ich halt so mitbekomme. Also, wir haben den Nostalgiesammler. Ja. Ihr könnt ja mal überlegen, wozu ihr nachher gehört. Vollständigkeitssammler. Oder wie nennst du die zweite Kategorie? Nee, die zweite ist halt Fansammler. Leute, die wirklich Fan von nice. Einem Ding sind. Es kann auch sein, Batman Animated zum Beispiel. Dirk zum Beispiel, ne? Stimmt. Ne? Unser lieber Tätowierer. Ja. Der ist ja ein riesen Batman-Animated-Fan. Total cool. So, und der muss dann alles davon haben, so, weißt du, so als Beispiel. Ich finde den so cool. Und der ist ja dann so Hardcore-Fan, dass der auch noch so riesige Dioramen im Scale baut dafür und so. Weißt du so, also, wir haben also dann den Nostalgie- und den Fansammler. Okay. So, und dann gibt es halt noch jemanden, da gehören unter anderem wir beide dazu, das sind einfach Actionfiguren-Fans. Das sind einfach Leute,
die richtig, richtig Bock auf Actionfiguren haben. Aficionados, sage ich immer gerne. Aficionados? Ja, Action-Figure-Aficionados. So, weißt du, wir beide, also das ist so, glaube ich, da fallen wir 100% mit rein. Ja. Die wir sehen irgendwas, wie jetzt gerade diese Bossfight-Studios, 1:12-Nummer, diese neuen vier Figuren, die jetzt gerade in die Vorbestellung gegangen sind. Oh Gott. Wir sehen die, es ist uns scheißegal, was das für ein Franchise ist, ob wir da irgendwie einen Bezug zu haben. Wir sehen die Figur und denken, ja, das ist einfach momentan wieder mal die... Also ich glaube, dass der Satz, das ist die geilste Figur, die ich je gesehen habe, fällt bei uns wöchentlich, weil irgendwas uns wieder... Die aktuelle Figur ist immer die geilste, die wir jemals gesehen haben, die wir gerade bestellt haben. Und wir sind dann halt auch so, wir sind dann ja auch so... ich würde schon fast fetischhaft sagen, dass wir dann so die Figur auch anfassen und dann so, oh, guck mal die Texturen und siehst du das? Ja. Guck mal, wie geil das ist. Ja, und aber so. als erstes sehen wir uns die Bilder Erotik an. Drin. Ja, das ist absolut Erotik. Als erstes sehen wir uns die Bilder an, dann erzählen wir uns gegenseitig, was wir so geil finden daran. Und dann sind wir einfach, wir reden ja dann irgendwie gefühlt eine Stunde über das Bild und was wir geil finden und dann die Assoziationen, die wir damit haben. Und das ist ja schon Teil des Films. Dann kommen ja so Dialoge zustande wie, oh, hast du den Wechselkopf gesehen? Ich würde ja nur, ich würde direkt den drauf den machen. Den würde ich von den anderen gar nicht rausholen. Genau, ich hole den anderen gar nicht raus. Ne? Also den anderen Kopf, den hole ich gar nicht raus. Ja. Also das absolut, sind so, und, oder halt wie die Mythic Legions Sachen rauskamen und so. Da, wir brauchen keinen Bezug, wir sind also kein Fan von irgendeiner Marke speziell oder so. Also wir sind ja schon geprägt, also es ist schon, natürlich, ne, wenn ich Raumfahrer sehe mit diesem Glockenhelm, das ist so mein 50er-Jahre-Retro-Style, ne, also dieses... wie sie in den 50ern, 60er Jahren Raumfahrer dargestellt haben oder Mars Attacks, dieser Look, ne? Ja, also dieses, das triggert mich natürlich. Also das spielt da mit rein, aber du hast recht, wenn die Figur geil ist, dann ist die Figur geil. Da müssen wir ja gar nicht drüber reden. Das ist, genau. Und wir feiern das ja auch mit einem Gusto. Wir feiern das total. Ja, absolut. Aber das gehört für mich auch dazu. Sonst würde ich sie ja auch nicht kaufen. Das muss ja, die Begeisterung muss da sein. Und ich habe noch, gerade als du so beschrieben hast, ist mir noch aufgefallen, aber vielleicht greife ich davor zu deinem dritten, deine vierten, ist ja was ich weiß, was dich halt besonders antörnt, was ich aber auch, wo wir ein bisschen d'accord gehen. Ich persönlich bin nicht so ich mag die 90er Jahre Originaltoys nicht so hart. Mhm. Und ich finde es halt geil, wenn sie in einer neuen Form rauskommen. Ja. Und wenn sie es dann so machen wie bei den Retro Marvel Legends Sachen. Ja. Das quasi auf Karte ist und der ganze Look ist von der klassischen 90er-Jahre-Figur mit der Technik, also mit der... Genau, die Figur ist modern. Mit modernen Gelenken und allem drum und dran. Ja, Dann das triggert mich dann nochmal. Mhm. Also ich brauche tatsächlich die original 90er-Figur brauche ich da nicht mehr. Ich finde dann die neue Version in diesem klassischen Look. Ja, und deswegen sage ich ja, bei mir trifft er mindestens drei Sachen treffend drauf, weil ich brauche ja beides. Ich merke das. Mich triggert beides. Ich bin ja einer, wenn ich irgendwas sehe und denke, geil, das hatte ich als Kind, das muss ich jetzt haben, weil das ist einfach, wie du sagst, ne, wie du letztens in der letzten Cave Talk-Folge die Schatzkiste von Big Jim hast und sagst einfach zu mir, ja, das ist einfach, ich bin gerade wieder Kind, das ist einfach absolut, Kindheit. Absolut. So, ne? Ja. Wir haben also Nostalgiesammler, wir haben den Fansammler, wir haben den allgemeinen Actionfiguren-Freak. Nice. Ne? Mhm. Und jetzt kommt eine Kategorie, die auf uns beide eigentlich nicht so drauf, also bei mir vielleicht bei manchen Sachen ein bisschen, aber bei dir gar nicht. Und zwar ist das der Sammler auf Wert. Ja, nee, das gibt's bei mir nicht. Sammler auf Wert ist, also ich bin jetzt hier wirklich nur bei Actionfiguren, ne? Ja, ja. So, nicht bei Statuen oder irgendwas. Mhm. Aber bei Actionfiguren, es gibt es definitiv den Sammler auf Wert. Den gibt es. Der Witz ist, dass der Sammler auf Wert so ein bisschen ist, so ein bisschen wie so ein Süchtiger, weil der immer sagt, ich sammle nicht auf Wert, aber er sammelt auf Wert. Ja. Das sind die Leute, die im Laden stehen und dann gucken die sich 10 Minuten 30 Euro Figuren an, so, und gucken, ah, warte, hier ist ein klein, da ist der Strich von der Farbe ein bisschen besser als auf der anderen Seite und hier die Karte. Ich habe schon alles gesehen, Leute, die wirklich den Rand der Karte mit dem Finger
abgehen, ob dann eine kleine Welle drin ist, die man nicht sehen kann und so. Habe ich alles schon gesehen. Ja. Und das sind Leute, die lieben nicht die Figur, ja, sondern die wollen, dass das Ding irgendwann mal, vielleicht nicht sofort, vielleicht nicht, ja, heute, morgen, ja, oder irgendwann, ja, das Ding muss mindestens den Wert behalten und wenn nicht sogar den Wert steigern. Und da gibt es aber auch noch Mischformen. Genau, ne? Es gibt natürlich, es gibt ja Leute, die aber kaufen das sich die Ober. Eine zum Auspacken, ja, klar, eine zum Wegkommen. Du, natürlich, der Sammler auf Wert kann auch Nostalgiesammler und Fernsammler das sein. Alles gleichzeitig. Mann, diese Kategorien, Wahnsinn. Ja, da habe ich, ich bin wirklich beeindruckt. Ich musste heute so eine stumpfe Klickarbeit einfach am Computer machen, ja, weil wir halt wir mussten so in einem riesen Warenbestand auf einer Plattform mussten wir halt immer nur so eine Angabe ergänzen. Das war immer dieselbe. Oh Gott. Und das habe ich 2 Stunden am Stück gemacht und irgendwann haben meine Augen einfach nur gesehen, was da passiert, und mein Gehirn hat halt über dieses Thema nachgedacht. Das ist ganz geil, okay. Und das fand ich dann ganz, irgendwie fand ich das ganz. Ich kann dir nur hundertprozentig zustimmen. Du hast völlig recht und du hast auch nichts ausgelassen. Also, das sind für mich so die 4 Oberkategorien. Ja, ja. Da gibt es dann Unterkategorien, das kann sich auch vermischen. Ne? Bei mir ist es zum Beispiel so, manche Sachen, da vermischt sich das, wie zum Beispiel diese, ich hatte doch dieses Set bei McFarlane Toys in den USA bestellt, ja, mit den Autogrammkarten, ja, ja, handsigniert, genau, da mit drin, die ist auch als reguläre Version, ich hätte die auch als reguläre Version in der Cave vorbestellen können, hätte ich nur die Hälfte bezahlt. Ja. Aber das ist dann so eine Nummer, die packe ich auch nicht aus. Ich finde die alle geil, ja, also ich finde die wirklich alle richtig geil, die 4 Figuren, oder 5 sind es ja eigentlich, das ist ein 2-Pack. Aber die hängen halt bei mir, ne, in der Box und so, und staube ich auch immer schön ab und sowas. Weil da eventuell bei 1, 2 davon die Überlegung ist, die irgendwann nochmal wieder zu verkaufen. Einfach so. Ja, wenn, ja, ich so denke, so, ah krass, ich will mir jetzt irgendwas Geiles holen, dann weiß ich genau, ach krass, guck mal, wenn ich die Figur jetzt bei eBay reinstelle, bietet eh niemand an, dann habe ich mal eben schnell 150 Euro oder so. Weißt du, so, ja, das ist dann tatsächlich so die Überlegung manchmal, ja, bei solchen, ja, Sachen. Ja. Aber trotzdem ist es so, dass das nicht überwiegt. Aber trotzdem zählt es ja so ein bisschen dann mit in die Kategorie. Also auf mich trifft alles 4 zu. Also fühlt euch also nicht irgendwie getriggert, ja, sondern ich gebe es auch selber, bei mir trifft alles zu. Ja, ich finde also, dass das Problem oder was ich so schwierig finde bei dem Wertsammler ist, ich freue mich total, wenn ich eine Figur habe, die im Preis steigt und, ja, die auf einmal wirklich was wert ist. Also ich sag mal, der Fum war eine Zeit lang. Also materiell wert. Also einfach, wenn die Leute dafür Geld bezahlen. Ja, ne? Wenn, ja, die Leute danach suchen und ich weiß, die Figuren gehen raus für, ich weiß, der Fumbar war mal bei 400 Euro irgendwann. Ja. Und das fand ich ganz geil. Also der Fumbuff, ne? Wir haben den Laden für 450 damals, ist der in der Cave damals verkauft worden. So, und das war ganz geil. Dann gab es irgendwann eine Zeit, wo es ganz viele Bootlegs davon gab. Ja, und dann über AliExpress. Und dann ist der Wert so schnell gesunken. Und das ist dann, weißt du, wenn du die Figur liebst, so wie ich, dann hast du das immer als Trost. Du wirst immer sagen, das ist immer noch die geilste Figur. Das, ja, ist vielleicht jetzt keine 400 Euro mehr wert. Also für Leute, die das bezahlen wollen. Aber es irrelevant ist immer noch eine schöne Figur für mich. Während ich, wenn ich den jetzt damals gekauft hätte, ich mich tierisch ärgern würde, ja, die ganze Zeit. Natürlich ist das manchmal so ein bisschen enttäuschend. Es ging mir mit anderen Buffs ging es mir genauso, ne? Wo ich so dachte, oh, der ist richtig selten. Ich sag mal, richtig gutes Beispiel ist der Blob-Buff. Oh ja. Der Toybiz Blob war super schwer zusammenzukriegen. Da waren die Hände waren fast nirgends zu bekommen mehr. Ja. Und der ging auch so für 300 raus irgendwie. Und dann hat Hasbro eine Marvel Legends Blob rausgebracht als Special-Figur. Der geiler ist. Der wirklich geiler ist. Und, ja, auf einmal ist die Nachfrage davon, tschüss. Ja. Genauso beim Galactus. Ja. Und, aber beim Galactus geht es mir auch so. Der Galactus Sentinel wird immer eine geile auch Figur bleiben. Beim das Sentinel auch. Ja, ja, aber der wird trotzdem immer eine geile Figur, ja, für mich bleiben. Ja, also es, ja, ist halt, weißt du, wenn du die Figur liebst, kommst du immer besser über die Runden, als wenn du nur den Preis liebst. Ja, total. Total. Also wie gesagt, also Wert, es ist ja nostalgischer Wert, ist ja immer dabei, also, ja, oder ein emotionaler Wert. Ja. Ja, aber bei mir ist es zum Beispiel so, bei Vintage Toys, ne? Ich finde es schön, wenn ich sie in Box kriegen kann. Ja. Aber ich hatte es irgendwann schon mal, ich glaube, ich im Cave Talk oder so gesagt, bei so Sachen wie Mask zum Beispiel, ja, oder Dino Riders, ne, da möchte ich lieber die Figur möchte ich das Set lieber ausgepackt haben, weil da dann wieder der Nostalgiesammler in, ja, mir rauskommt. Ja. Weil wenn ich ein Mask-Fahrzeug habe, und dann will ich das auch mal transformieren.
Also weißt du, dann will ich da auf den Knopf drücken, das muss funktionieren, damit einfach dieses, ja, dieses Gefühl von früher einfach nochmal da ist. Absolut. Klar, danach kommt es in die Vitrine und wird immer schön gut behandelt und so. Aber ich brauche es nicht im Box. Ich finde es schön, wenn die Box dahinter ist und davor steht das Ding, weil ich, was mich halt auch überrascht hat, ist, als du mir die 90er-Jahre-Toys gezeigt hast, Shadow und so, dass ich den Look einfach auch mochte und dass ich das mag, die dass Optik, das komplett aus dem Predator-Ding, diese Pappdinger, die so schön bedruckt waren und ich denke, der Look ist einfach, das ist super hübsch anzusehen. Das ist und ja das auch ein bisschen, also mittlerweile ist es ja auch das ist die Nostalgie, zeitgenössische Sache, ne? Also das ist halt, das finde ich ja auch immer so interessant, wenn Chris zum Beispiel, ne? Brimstone Ghost Customs auf Insta, der arbeitet ja in Schleswig im Völkerkundemuseum, ist es, glaube ich. Das ist der coolste Job, den es gibt. Und genau, und die haben ja auch ganz viele Vintage-Toys und so da. Also auch dank 80er ihm eigentlich? Viel, glaube ich, ja. Er ist auch so ein bisschen der Experte. Der muss unbedingt vorbeikommen, wir reden da mal drüber. Ja. Und wie kam ich da jetzt drauf, Mensch? Er macht irgendwas, was er macht, was du gut findest. Was mit einpackt. Ach so, ja, genau. Es ging halt, das ist ja so ein Ding, dass sich ja, wofür sich schon Museen interessieren, weil jede Zeit hatte ja ihren Stil, Figuren zu verpacken. Ja, ja, ja. Ne? Guck mal, in den 80ern, da hat das ganz, ganz viel mit Closed Boxes, weißt du, so, wo du gar nicht gesehen hast teilweise, was da drin ist. Also ich erinnere mich an die G.I. Joe-Sachen zum Beispiel, die musst du auch noch kennen, die frühen G.I. Joe-Sachen, wo wenn dann eine Figur bei war, du einfach nur so ein Mini-Sichtfenster hattest, wo einfach die Figur zu sehen war. Ja. Und ansonsten hast du ein Box-Art gehabt, wo einfach geiles Artwork drauf war. Bei Motu, da war das auch bei manchen Sachen so. Ganz, ganz groß war das aber bei Mask. Bei Mask hast du nur Pappboxen, da siehst du gar nichts und nur Artwork und hinten ein paar kleine Bilder drin. Und bei in den 90ern dann bei den Batman Animated Sachen hatte ich dir ja auch das eine kleine Set gezeigt. Oder wir hatten irgendwann auch mal auf dem Tisch damals das Batmobil von damals, hatte ich glaube ich mal gebracht. Genau. Die Box, ne? Geil. Du siehst halt nur die Box und hinten die Bilder drauf. Und ich weiß halt, die Pappboxen von Star Wars, wo das Spielzeug zu sehen war als Foto, aber in Action. Also das hat mich wahnsinnig angetörnt. Ja. Ja, und ich muss sagen, dieser Look, den sie ja auch immer noch fortsetzen jetzt für Vintage, das funktioniert bei mir. Also ich kaufe sie nicht, aber ich sehe mir das wahnsinnig gerne an. Und ich finde es schön, dass sie diese Art von Toy-Fotografie oder von der Präsentation beibehalten haben. Finde ich super und das spricht mich sehr an. Das mag ich einfach gern. Das ist dann der Nostalgiker in mir. Aber es triggert nicht meine Kaufentscheidung. Mhm. Aber es hilft. Sagen wir so, es hilft. Es hilft, wenn ich es wollen würde. Ja. Also ich fange jetzt nicht an mit Vintage-Toys. Ich fand halt die Idee, die 6-Inch, die Figuren zu haben, da habe ich dann so sporadisch ein paar gekauft. Eben den Death Star Gunner, den du mir auch nochmal, ist vielleicht ein Commander, ich weiß es nicht, der mit dem offenen Helm, den du mir auch geschenkt hast, als Original-Vintage, der bei mir auf dem Schreibtisch auch steht. Da fand ich halt geil, die Version zu haben. So, und dann ansonsten merke ich, dass ich halt bei den Black Series Figuren, die Figuren am meisten mag, die mich an Filmszenen erinnern natürlich. Ne? Also Tarkin musste ich haben und ich liebe die imperialen Uniformen einfach. Ja. Und dann kaufe ich, wenn ich Offiziere habe, ich finde die alle super in ihren Reithosen und den glänzenden Stiefeln. Ja, oder halt den Scout Trooper oder sowas. Ja, oder eben schöne Scout Trooper Sachen, mit denen ich was in Verbindung bringe. Und der Rebell mit seinem weißen Rauschebart. Mit dem Wechselgesicht. Genau, den es dann auch nochmal gibt. Dann eine Verkleidung als Scout-Trooper. Wechselgesichter übrigens auch eine großartige Zubehöridee. Darauf wollte ich nämlich jetzt, den Bogen tatsächlich spannen, weil ich gesagt habe, dass mir das bei Kaufentscheidungen hilft, wenn das Artwork gut ist. Aber was wirklich manchmal eine Kaufentscheidung richtig nach Hause bringt, ist, wenn das ein schönes Zubehör hat. Ja. Und da möchte ich jetzt mal einen direkten ganz wichtigen Punkt an alle Hersteller, die dieses hier wahrscheinlich niemals hören werden, aber ich sag's trotzdem, vor allen Dingen in Richtung Hasbro. Ja. Ein Wechselkopf ist Pflicht. Ja. Ein fucking Wechselkopf oder ein Wechselgesicht, eins von beiden. Ja. Aber es ist Pflicht. Ja. Ich finde das schlimm, weißt du, das triggert mich bei so 1:6 Figuren immer hart. Ja. Wenn ich einen Charakter habe. Ja. Am meisten hat's mich
erwischt bei so Charakteren wie Harley Quinn zum Beispiel. Ja. Die ja nur die ganze, vor allen Dingen Margot Robbie, Harley Quinn, ja, ja. Die ja nur wirklich das ganze Spiel ja sehr viel mit Mimik zu tun hat. Ja. Und wenn du dann nur einen Kopf hast, ja, der entweder statisch guckt oder, ja, einmal nur lacht, ja, dann kannst du ja auch nur eine Szene darstellen. Ja. Du kannst ja nichts machen, exakt, damit. Exakt. Na? Und deswegen finde ich dann so, weißt du, zum Beispiel der Metzko Wolverine, ja, ne, dieser 90s Jim Lee Wolverine, ja, der hat, glaube ich, 5 oder 6 verschiedene Köpfe, ja, dabei. Super, das gibt's auch her. Und das ist der Knaller. Ja, das ist der Knaller, weil du, ja, kannst dir genau, du kannst dir zu jeder Pose dann Kopf, mhm, was ist denn, also aus heutiger Sicht, was ist denn eine Actionfigur ohne einen Wechselkopf? Also so, oder halt das passende Zubehör. Effekte zum Beispiel. Effekte. Das ist was für mich weiter. Ich habe zum Beispiel, wo wir gerade von Hasbro reden, Hasbro ist, also bei den Marvel Legends ist entweder sie sind sehr großzügig oder, ja, sie sind echt knauserig. Ja. Also wenn du Pech hast, hast du 2 Fäuste dabei. Oder gar keine. Oder es gibt auch Figuren, wo es gar nichts ist. Und dann denke ich manchmal, das kann doch nicht sein. Mhm. Es gibt doch wenigstens offene Hände oder es gibt irgendwas, also irgendwas musst du dazu packen, ja, finde ich. Also, ja, es ist einfach, es reicht, manchmal reicht mir das nicht. Ja. Und dann habe ich zum Beispiel gesehen, dass sie dann einzelne Figuren haben. Jetzt neulich habe ich gesehen, dass sie Magic wieder rausbringen. Iliana Rasputin, ne? Die, ach so, die Blonde. Von den Marvel Legends. Genau, Marvel, mhm, Legends, genau, die einfach richtig zubehört. Dann hat sie einen flammenden Schädel. Dieselbe Version? Selbe Version. Mhm. Dieses, das ist der Dormammu-Schädel, ne? Der Dormammu-Schädel, mhm, nee, ich weiß nicht, es sieht eher aus wie so ein Ghost Rider-Schädel, wenn du mich fragst. Aber, ach so. Mhm. Keine Ahnung. Jedenfalls geile Effekte, dieses Schwert, dann, mhm, dieser flammende Kopf, dann irgendwie. Lockheed ist noch dabei, oder? Lockheed ist dabei. Mhm. Also du hast wirklich ganz viele Sachen, die total Sinn ergeben und auch, mhm, gut, dass sie dabei sind. So. Und dann, das finde ich dann super, da ist kein Buff-Teil dabei. Mhm. Also auch, das wäre einfach diese Entscheidung, oder ich weiß auch, dass sie den Comic-akkuraten Dr. Strange ja auch rausgebracht haben, mhm, mit dem blauen Kopf, dann mit der Axt, oh, der mit dieser Doppelkopf. Richtig schön. Richtig schönes Zubehör. Ja. Und du hast halt auch diesen, kannst tatsächlich verschiedene Versionen von ihm, ja, machen. Und ich mag ja auch diese Army-Bilder-Figuren immer, ja, sehr gerne, wo dann 3 verschiedene Köpfe mit drin, ja, sind, zum Beispiel. Ja. Ja. Also bei Shield Agents oder Hydra Soldiers oder so. Sowas finde ich, das macht Spaß. Also, ja, dann denke ich so, ach guck mal, ja, guck mal, dann kannst du entweder mit dem Kopf, kannst du, mhm, mit dem Kopf hinstellen. Mhm. Oder wenn die Effekte schick sind, was sie eine Zeit lang gemacht haben. Auch ein gutes Beispiel ist jetzt ganz aktuell, dass Marvel Legends Shield Dreier-Set, ja, mit dem Nick Fury, der, och, 3 verschiedene Köpfe dabei hat. Oh, und Dum Dum Dugen ist da drin. Dum Dum Dugen, ne, ist, ah, da drin. Also, das ist schon geil. Das sieht schick aus, ja. Und ganz vorne ist ja auch, wenn wir jetzt bei Hasbro mal kurz bleiben, ganz, ja, vorne mit dabei ist ja die G.I. Joe-Line, was das G.I. Zubehör Joe, angeht. Da sind sie echt super großzügig. Auch da, Effekte ohne Ende, ja, teilweise, ja, gerade bei den Deluxe-Figuren. Ja. Ne? Ja, rauchende Colts oder so. Alles, oder, ja, Mündungsfeuer. Ja, oder total. Sowas viele ist, Waffen. Die, ne, sind bei den G.I. Joe speziell sind die so großzügig. Mhm. Also da kommen wirklich, weißt du, wenn du diesen Rocky-Verschnitt hast mit, mhm, der Hantel, dann, mhm, hast du diesen Boxbirne da drin, ja, hast du 2 Köpfe. Wechselfrisuren teilweise. Total Wechselfrisuren, wie bei Playmobil, ja, oder Lego. Und das ist übrigens auch, Playmobil zum Beispiel hat es auch immer verstanden. Mhm. Du hast, wenn du eine einzelne Figur gekauft hast, hattest du richtig Zubehör dabei. Mhm. Das war also, mhm, nie so, dass du dann immer das Zubehör extra kaufen musst, sondern, ja, du hast diese Figur gekauft und dann war alles dabei. Und das, mhm, fand ich, als Kind fand ich das hervorragend. Ja. Mal davon abgesehen, dass ich das ganze Zubehör innerhalb von Minuten verloren habe, war ich immer stolz, wenn ich eins gefunden habe. Weißt du noch die Playmobil-Pistolen, diese, ja, Revolver, oh Gott, ja, die waren, oh, winzig, Mann. Ja, winzig. Und die hast du kaum in die Hand reingekriegt und, mhm, dann ist die rausgeflutscht. Und wo ist denn das? Scheiße, wo ist das? Und das nächste Mal, wenn du es mitbekommst, dass du es mal hattest, dann ist, wenn Mutter mit dem Staubsauger das Ding so klocker, klocker, klöter. Ich erinnere mich grob an eine Situation, und zwar gab es damals ein Playmobil-Zubehörkatalog, kennst, ja, du den? So ein dicker war das. Wo jedes einzelne Teil, was, ja, Playmobil bis zum Erscheinen des Katalogs auf dem Markt hatte, mhm, war mit einer einzelnen Artikelnummer drin, mhm, und dann war hinten eine Karte, ja, die konntest du ausfüllen, hast die Artikelnummer und die Stückzahl und, mhm, so weiter eingetragen und dann hast du das abgeschickt und hast das dann. Ich weiß das noch, da habe ich damals, das ist ewig her, da war ich, keine Ahnung, Kindergartenalter, mhm, bin ich mit meinem Vater zur Post gefahren, hier nach, geil, Altona,
zur Post gefahren, dann haben wir das Paket abgeholt, dann musste er per Nachname bei der Post bezahlen und dann war das Paket voll mit Zubehör. Ja. Und das fiel mir gerade ein, weil da nämlich auch eine kleine, so ein Haufen von diesen Pistolen dabei war, weil wie du schon sagst, die waren halt immer weg. Die waren immer weg. Ja, aber ist geil, halt wenn du dann so den ganzen Vorrat davon hattest. Ja. Und es gab aber auch ganz regulär zu kaufen, weil nämlich die ersten Playmobil-Sachen waren ja so Bauarbeiter und so Straßenarbeiten. Ja. Und dann konntest du irgendwie ein extra Paket kaufen mit Schildern. Ja, genau. Dann da so Zubehörsachen. Sowas finde ich dann auch ganz geil. Das ist dann Zubehör, dass du dann extra aber auch was Sinn ergibt. Du hast Zubehör bei den Figuren dabei selbst. Die haben dann eine Schaufel oder einen Spaten oder irgendwie eine Hacke oder was, keine Ahnung. Ja. Und eben die Klamotten, die sie dann anhatten und so. Und das gab es dann dazu. Und das fand ich auch immer super. Mhm. Und zum Beispiel, was Hasbro ja auch sehr, sehr gut kann und was mich auch immer so ein bisschen enttäuscht, ist, wenn sie dann nicht genügend Figuren beipacken. Das ist was Playmobil auch immer gemacht hat. Playmobil hattest du immer noch die Figuren dabei, die du dabei brauchst. Mhm. Nicht nur eine. Mhm. So. Also es ist so, wenn sie die Tentive, sag ich mal, als Beispiel, als leuchtendes Beispiel. Dieses Playset, bei den Playsets. Oder Worst Gideons Schiff, was noch schlimmer ist, wo du dann einen Mandalorian drin hast. Das wird dir dann bei der Präsentation verkauft als ist doch super. Wenn du dir mehr davon von den Teilen kaufst, damit dein Set dann auch gut aussieht, hast du ganz viele generische Mandalorians, die du ja auch brauchst. Das funktioniert mit Stormtrooper natürlich besser. Ja, klar. So, weil du kannst eigentlich nie genug Stormtrooper haben. Mhm. Aber dann hast du halt einen popligen Stormtrooper bei der Tentive, den du da reinstellen kannst. Und dann denke ich, ey, mach doch wenigstens zwei oder mach drei. Ein Rebel-Trooper. Rebel-Trooper, even worse. Ja. Oder eben noch schlimmer war das ja bei dem Ice Chamber, weißt du, bei dem Han Solo. Da war der eine Stormtrooper dabei. Da war ein Stormtrooper dabei. Aber das war ja auch nur das halbe. Ja, das ist noch schlimmer. Du musstest ja zwei kaufen, um das komplette Szenerie zu haben. Und dann war damit nicht hat mal, das angefangen, dann war ich. Nicht mal Han Solo im Carbonit dabei, den du da reinschieben konntest. Und den haben sie ja. Also den haben sie ja als Beilage für den Slave One damals. Ja, so. Genau. Das heißt, die Form ist da und es kostet auch nichts. Es ist doch nur Plastik. Packt das doch dazu. Das sind Centbeträge. Und das ist sowas ist für mich, was ich gucke mir das an und denke so, wo ist denn Han Solo im Carbonit? Ja, genau. So, wo ist denn der? Weil du dich das fragst. Ja. Warum ist denn das Set nur halb? Vor allen Dingen der Gag ist, warum ist ein Stormtrooper dabei? Ja. Warum ist da nicht irgendein Charakter bei, den es noch nicht gab? Warum ist da nicht einer von den Helfern dabei, die das Ding bedienen? Die du sonst noch nicht gekriegt hast. Die du noch nicht bekommen hast. Ja, und wenn du dann merkst, dass selbst beim HasLab-Projekt, wenn sie da knausern mit Figuren, das heißt, wenn du erst ab 10.000 Leute eine Figur dazu kommt. Wenn ich ein 600-Euro, du hättest das nicht ansprechen dürfen. Wenn ich ein 600-Euro-Set auf den Markt bringe, dann muss da eine Handvoll Figuren dabei sein. Ja. Also immer. Ja. Egal, wie viele Leute das Ding bestellt haben. Das gilt für mich dann als Zubehör, ne? Ja. Also diese Figuren gelten für mich als Zubehör, weil das, was ich kaufe, ist das Produkt. Wenn ich eine Bar... Also wenn ich ein Raumschiff habe, dann möchte ich den Piloten Szene kaufe, dann müssen da Figuren bei sein. Bitte, und nicht nur ein Barkeeper Barmann. Und ja, genau. Da müssen mindestens 5 Figuren bei sein. Mindestens. Ja, warum denn knausern? Da kann ja auch ein, zwei bekannte Figuren dabei, I don't care. Aber irgendwas, was es für mich irgendwie interessant macht. Weißt du, macht doch die Band. Das ist dreimal dieselbe Figur. Ja. Macht doch die Band. Ja. So, dann jemand wird sich freuen. Es muss ja nicht mal Cease Noodles sein. Nein, es ist die Band aus A New Hope. Ja, genau. Das ist genau der Punkt. Ja. Aber um nochmal was Positives zu nennen. Ja. Also der Punkt ist, wenn viel Zubehör dabei ist, dann ist, glaube ich, bei jedem Actionfigurensammler das Ding, dann ist das mit eine Kaufentscheidung. Ja. Das ist eine Kaufentscheidung. Gib mir irgendwas. Ja. Gib mir einfach irgendwas. Ja. Vielleicht auch irgendwas, womit ich gar nicht rechne. Ja. Das kann ja For Horsemen so das gut. Sollte ich dir mal eine von meinen Lieblingszubehörsachen, wo ich gedacht habe, das ist ja total geil. Ja, bitte. Und zwar war das, ich kam aus einer Position, wo ich mich geärgert habe und dann habe ich gedacht, nein, das ist geil. Okay. Pass auf. Ich habe mich geärgert, weil ich hatte zu Hause den Juggernaut-Buff fertig gebaut. Ne? Den normalen Juggernaut-Buff habe ich zu Hause, sieht super aus, hat einen Gürtel und sieht geil aus. Bordeaux-Rot, richtig dunkles Rot, richtig geil, schön Bronze und so. Und dann haben sie den nochmal rausgebracht als Doppelpack zusammen mit Colossus. Ja. Und Colossus wollten alle haben. Das ist die das Version, der geilste Colossus, das ist der geilste normale, verchromte Colossus, den sie alle suchen, das ist auch der 80er-Jahre-X-Men-Colossus ist, den haben sie vorher noch nicht einmal rausgebracht. Mhm. Das ist so, wie um die Leute zu necken, haben sie ihn einmal rausgebracht in der neuesten Version,
wo, also wenn du Klassik-Sammler bist, kannst du damit nichts anfangen. Ja. Das heißt, alle warten auf den klassischen Colossus. Ja. Und da haben sie als Gegner natürlich Juggernaut dazu gepackt. Ja. Und da war ich so, oh fuck. Aber ein bisschen heller, ne? Warte. Mhm. Ja, ach ja, so. Genau. Mhm. Ja, ja, ich komm, dazu komme ich gleich noch. Es ja. ist exakt, es ist die, exakt dieselbe Figur. Ja, klar. Und da haben sie aber Folgendes gemacht und das hat mich, das fand ich total geil. Erstmal ja. haben sie offene Hände dazu gepackt. Ja. Der Buff hatte nur Fäuste, ne? Der Buff hatte nur Fäuste und auf einmal hatte ich offene Hände, was total geil aussah, weil der riesen Flossen hat. Ja, ja. Dann haben sie einen Wechselkopf reingepackt, nur seinen Kopf ohne den Helm. Ja, stimmt. Mit einer eingeschlagenen Fresse, mit einem blauen Auge. Und dann, pass auf, und das Geilste, das war das, da bin ich durchgedreht, weil ich das so cool finde. Das steht bei mir zu Hause, weil ich das so geil finde. Die haben den Helm gemacht und den haben sie so gemacht, als wäre der aufgebogen. So, aufgebogen, ne? Weil er so in die Fresse gekriegt hat. Darunter hat er das blaue Auge. Ja, ja. Und das setzt ihm auf den Kopf und das sieht so geil aus. Ich musste den haben. Ja, ja. Der Buff war mir in dem Moment, das war dann so, okay, den Buff habe ich, aber ich brauche diese Figur, weil das Zubehör noch geiler ist als der Buff. Ja. So ein Gefühl hatte ich. Und das musste ich haben. Und den Colossus, den habe ich dann auch außen vor gelassen. Das Witzige ist, keiner wollte den Juggy haben. Also hatte ich so das Gefühl, den haben sie alle angeboten. Ja, 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 und ich habe so, ey, sag mal, seht ihr nicht, wie geil das ist? Ja, ja. Wie kann man den denn weggeben? Was für eine geile Figur. Ja, ja, ja. Ja, fühle ich total. Und der Colossus hatte auch schöne Sachen dabei. Also er hatte, glaube ich, auch offene Hände und so. Es war auch, also es war ein schönes Set, der Colossus, sagen wir mal so. Der Colossus ist wirklich geil. War ein schönes Set. Kann man sagen, geil. Da war für jeden was dabei. Also es ist so ein Zweier-Set, wo ich gesagt habe, ja, da ist keine, manchmal hast du so Zweier-Sets, wo du denkst, warum haben sie denn Pyro dazu gepackt? Rogue, so, weißt du, wo du denkst, echt Pyro jetzt? Das ist so euer First Choice? Ja. Oder was war das andere Set da mit Storm und Thunder? Das war noch dümmer, Thunderhawk. Also Thunderhawk ist ja ein geiler Charakter. So, aber, ja, aber die Figur war totale Scheiße. Die Figur war Panne. Ja, ja, haben wir auch im Cave Talk ausgepackt. Ja, und waren auch enttäuscht, weil er auch, ich glaube, der hatte Wechselhände dabei. Ja, also ja, wo du denkst so, boah. Und die Storm war aber so überragend geil. Ja, mit die beste Storm. Ja, mit die beste Storm. Absolut, unterschreibe ich die auch. Ja, und was auch richtig gut war, war das Set mit dem Hulk und dem Classic Wolverine. Oh. Das ist auch. Der Classic Wolverine ist völlig unterschätzt. Total. Meiner Meinung nach völlig unterschätzt. Geile Figur. Ja. Steht bei mir auf dem Schreibtisch. Geile Figur. Hulk auch geil. Weil Hulk brauchst du zwei Köpfe. Ist so. Immer. Und immer. Bitte offene Hände für den Hulk. Ja. Bitte. Bitte. Dringend. Ja. Und nett finde ich es, wenn sie das zerrissene Shirt noch dabei haben. Das ist nämlich auch oder so ein eine Punkt gebogene. Bei so Lampe. Kraftvollen Figuren, so große, kraftvolle Charakter, musst du immer so dicke Greifhände haben. Ja. Die müssen was in die Hand nehmen können. Die müssen was in die Köpfe Hand. Zerquetschen ich können. Muss da mein Zeigefinger reinstecken können und der muss den festhalten. Wie so eine Babyhand. Kennst du das? Ja, wenn ich Babys sehe, dann halte ich immer den Finger hin, damit sie dich da rumklammern können. Das ist total lustig. Das ist ein Naturgesetz. Das muss man machen. Ne? Ja, das ist ein Naturgesetz. Also ich treffe nicht viele Babys, aber wenn, dann wird der Zeigefinger mal, also ja, Absprache bei der, bei mit den, der Mutter natürlich. Bei den Figuren muss das auch so sein. Achso, du steckst jetzt nicht random einfach in der Mörderbettstraße so Finger, ja, komm, hau, süß. Finger in den Kinderwagen. Ja, nee, keine Sorge. Ich habe ehrlich gesagt eher Angst vor Kindern. Ja. Vor Babys. Du hast Angst vor Babys? Ja, ich möchte keins halten. Krass, das ist ja wie Mr. Burns. Bisschen. Ich will nicht die Fontanelle riechen, ich will das alles nicht. Das muss ich nicht haben. Also ich bin nicht so ein Fan. Aber ich hab keine Kinder, das hat ja auch einen Grund. Ja, riechst du eigentlich an Actionfiguren? Ja. Jeder macht das. Das kann man so ein spackiges Video, ich weiß nicht, ich muss mal gucken, das hatte mir Christian Grunder mal gezeigt, von einem Anime-Figurensammler, der, das haben sie als Gag gemacht, der musste sie schmecken und dann hat er immer geleckt an denen und hat dann gesagt, das Wichtigste für mich ist, dass ich sie schmecke und dann hat er sie den Arm in den Mund geschoben. Bei Anime-Figuren ist das nochmal ein bisschen so anderer gelacht, Cringe. Und ich habe so gelacht, ja, es war einfach super lustig. Ich muss, wenn ich das Video finde, ich schicke dir das mal. Das fand ich, und das haben die auch schick dargestellt. Ja. Und dann, also um zu Zubehör zu kommen, es gibt aber auch so Zubehör, das mich abturnt. Oh. Tatsächlich. Was denn? Ich sag dir, was mich abturnt. Schwerter turnen mich ab, wenn du knarren willst. Ah ja. Das hat mich abgeturnt. Wir verallgemeinern das Zubehör, was nicht zum Charakter passt. Ja, good point. Ja, so, das bringt's rein, weil Schwerter an sich sind geil. Ja. Weil, also Mythic Legions und so, brauchst du Schwerter. Zubehör, wo du denkst so, warum ist denn das jetzt? Ja. Wieso in wie, aller Herrgottsnamen habt ihr denn das gemacht? Ja. Was soll das denn jetzt? Wer ist denn, warte mal, ihr habt da zusammengesessen im Meeting, wie ihr die Figur designt hat, das entscheidet ja nicht einer. Ja. Und der hat dann gesagt,
Tja, bei Peacemaker, da ja. muss ein Schwert bei. Ja. Und alle haben sind aufgesprungen, haben ihre Zettel so hochgeworfen, haben gejubelt. Beste Idee. Und er hat so ein Bild mit einem goldenen Rahmen gekriegt, ja. Mitarbeiter ja. des Monats, ja. für diese Schwertidee. Ja. Dann haben sie das Ding auf den Markt gebracht und die ganze Figurenwelt hat abgekotzt. Also kurz um zu erklären, ne? DC Comics oder der DC Verlag. Warner Brothers ist besser, genau. Ist irgendwie auf die Idee gekommen, dass das Spielzeug von DC ja. darf keine Schusswaffen eine mehr no haben. Gun Policy no haben Gun sie plötzlich Policy. Gemacht. Was irgendwie, ja. Der Gag ist ja, es waren, also pass auf, für Leute, die jetzt nicht gar nichts, wir haben ja ein paar Leute, die mit Actionfiguren ja nicht nehmen, so viel am Hut haben. Wir nehmen euch mal mit. Ja. Aber wir nehmen euch jetzt mal mit. Ja. Es gibt, Amerika ist ja ein bisschen durchgeknallt, also ein bisschen doll. Ja. Und es durften plötzlich keine Schusswaffen mehr bei den Actionfiguren von DC dabei sein. Mhm. Aber jede andere erdenkliche Art von Waffe, ja. bis hin zu, also in, ihr müsst euch vorstellen, es ist eine Wave zu dem Film The Suicide Squad ja. von James Gunn, ja, also genau. den zweiten, den besseren Film. Ja. In dieser Wave sind zwei Charaktere, die den ganzen Film über nichts anderes machen, als Leute abknallen. Ja. Die haben beide keine Waffen gekriegt, keine Feuerwaffen gekriegt, sondern Peacemaker hat ein komisches Schwert gekriegt. Ich weiß gar nicht, das hat er, glaube ich, in einer Szene irgendwo in der hat Hand. Er eins in der Hand, ja, genau. Und Deadshot? Nee, Deadshot ist der noch? Irgendwas mit Death, Kill. Egal. Der hat auf Idris Elba hat den gespielt. Der hat auf jeden Fall zwei komische, dünne, schwertartige Dinger gehabt. Ich habe keine Ahnung, wo das hergekommen ist. Ja. Aber jetzt kommt der Gag. In derselben, also es durften keine Handfeuerwaffen dabei gewesen sein, aber in derselben Wave, dann kam der King Shark nochmal raus, der als Buff dabei ist, der also quasi mit dazugehört, von demselben Hersteller, mit derselben Lizenz, und der hatte einfach zwei abgenagte Beine dabei, mit Blut dran und so, einfach so einen Arm und ein Bein, glaube ich. Ja. So völlig runtergenagt, dass der Knochen guckte raus, Blut war dran und all möglichen. Und das konntest du ihm mit so einem freudigen Lächeln einfach in die Hand geben oder ins Maul stecken. Ja. Wo ich dann denke so, das ist jetzt aber ganz komisch. Also ich fand es vorher schon, also vor Suicide Squad war es ja auch schon so, dass sie damit angefangen haben. Ja. Dass du Charaktere hast, die dafür bekannt sind, dass sie zwei Knarren haben. Ja, klar. Die haben zwei rote, ich meine, der Batman, Thomas Wayne. Ja, der kam aber noch mit zwei Waffen raus. Und dann aber die Figur, die danach rauskam, die hatte dann keine Waffe mehr. Hatte dann ein Schwert auf einmal. Ein Schwert, weil irgendeine Waffe müssen sie ja haben. Und du hast halt diesen Charakter, der diese zwei Holster hat. Das ist Teil des Kostüms, dass der Knarren an der Seite hat. Ja, ja, ja. Dann haben sie es ja nicht mal so gemacht, dass sie dann irgendwie so Knarren reingesetzt haben, die du dann aber nicht ziehen kannst. Sondern, ich glaube, die waren einfach ganz weg. Verloren. Es war einfach Die waren einfach weg, weil der Körper ist ja derselbe gewesen wie die Figur davor, nur dass er halt einen anderen Kopf hatte. Ja, ja, genau. Und haben sie einfach das Zubehör weggelassen. Genau. Und das die Leute, gerade in Amerika, ne, ihr müsst euch bedenken, wenn ihr in Amerika lebt, dann kommt ihr wahrscheinlich eventuell aus einem Bundesstaat, wo du halt erst mit 21 Jahren Alkohol kaufen darfst, aber mit 16 oder mit 12 oder so ein schweres MG auf dem Schießstand abfeuern darfst. Ja, So strange. Und dann kommen sie dir mit, also so eine schwarze Plastikpistole, die 1 Zentimeter groß ist oder einen halben so. Also das ist, also da ist aber die Grenze jetzt erreicht. Ja, also das halt, machen wir nicht. Zu Hause habe ich noch den Red Hood, einer der ersten, der rauskam mit zwei Knarren. Ja. Zwei Riesen, das sind Desert Eagle. Ja, der ist geil. Absurde Wumm. Ja, der ist geil. Und dann gab es die nochmal ohne Maske quasi. Ja. Und da haben sie dann ein flammendes Schwert, wo du so denkst, okay. War das nicht eine Brechstange? Eine Brechstange hast du auch immer bei Red Hood dabei. Flammendes Schwert? Ein komisches flammendes Schwert oder war es eine flammende Brechstange? Irgendwas Bescheuertes. Ja. Also sogar ein Effekt noch für die Waffe. Ja. Wo ich, also bei der Fantasy hätte ich es abgefeiert. Ja, ne? So klar. Ein flammendes Schwert, wie geil. Der Kontext muss stimmen. Aber im Kontext hat das für mich null funktioniert. Und ja. Das war halt, und da war es halt so genial von McFarlane, das haben wir letztes Mal auch angesprochen schon, dass er dann einfach ein neutrales Waffenset rausgebracht hat. Das ist der Knaller. Der hat zwei Waffensets rausgebracht und hat einfach gesagt, das ist einfach für alle unsere 7-Inch-Scale Figuren, die wir haben. Das war ein Set offiziell für die Spawnline, ne? Und hat aber dann das direkt dazu geschrieben in der Beschreibung, es war einfach passt für alle. Er hat es auch so vorgestellt im Video. Ja. Und
dann, wenn du das Set aufgemacht hast, dann waren einfach alle Waffen dabei, die bei den Figuren, die vorher rauskamen, gefehlt haben. Genau, so ist es. Ja, also, du hast wirklich, so du hast die Gun von dem Peacemaker gehabt, ja. Also die Peacemaker-Waffe, die Huch, das sind Namen. Ja zwei Desert Eagles. Huch, das sind ja die zwei Desert Eagles. Ne, dann irgendwie noch eine Tommy Gun für den Joker, die, ja, die fehlte. Absolut, ja. Dann so eine Space-Pistole, genau, für irgendeinen Charakter. Ich glaube, es, ja, war auch für den Joker oder so. Dann war die Joker-Gun mit dem Peng. Ja, war dabei. Genau. Dann waren die beiden aus der Suicide Squad Wave, war ja die Harley Quinn in dem roten Kleid, wo sie, mhm, eigentlich ja mit zwei MGs rumballert. Ja, ja. Die beiden MGs waren dabei, natürlich, ja, beide. Ein Raketenwerfer war da noch bei. So lustig, also wirklich, also so absurd. Ja. So absurd. Ja. So, das ist also, so, aber das war jetzt dann noch, das sind so Zubehörsets, die es außerhalb dann noch gibt, was ich, ja, aber auch echt feier und auch sehr, ja, mag. Total. Und das gab es übrigens, um auf Big Jim nochmal zurückzukommen. Mhm. Das war nämlich auch ganz cool, weil Big Jim, glaube ich, auch nochmal eine Idee aufgegriffen hat, die Mego, glaube ich, mal hatte. Mhm. Das gab nämlich Captain Action, glaube ich, war eine von diesen Mego-Figuren, mhm, den du einfach, also du hattest die Grundfigur und du konntest die Klamotten dann dazu kaufen. Wenn du Spider-Man, ja, spielen wolltest, dann gab es ein Spider-Man-Kostüm, das konntest du ihm dann anziehen. Also du einen Grundkörper und, mhm, da konntest du einfach sagen, genau, so, der ist heute Spider-Man, und konntest du auch morgen pimpen ist er Superman. Was, so. Genau, mhm, genau, da gab es ein Superman-Kostüm, also die hatten wirklich die Rechte für, mhm, alles scheinbar, mhm, ich weiß es nicht. Und den konntest du dann halt anziehen, wie du wolltest, und das war halt bei Big Jim ähnlich, du hast Big Jim als Grundcharakter, mhm, gehabt und dann konntest du einfach, so wie für Barbie, ne, wenn du, ja, gesagt hast, oh, ich will ein bestimmtes Outfit haben, ja, dann kannst, ja, du ein Holzfäller-Outfit kaufen oder, ja, kannst du das Piloten-Outfit kaufen. Ja. Was ich irgendwie als Idee auch ganz geil finde, weil du hast ja die Hauptfigur, mhm, und die kannst du so anziehen, wie du es magst. So, ja, ja, klar. Und jetzt ist es ja eher so, kaufst dann halt nochmal eine eigene Figur dann immer extra, ja, dazu. Ja. Und das war damals war das aber so darauf ausgelegt, dass du das Zubehör dir dann, also beim Cowboy war dann eben der Cowboyhut aus Gummi dabei, mhm, dann war ein Holster dabei mit der Knarre drin, ein Gewehr war dann da drin, ja, dann hattest du die Stiefel, also das ganze Outfit, mhm, und das, was du auch brauchtest für ihn, ja, war ja, dann da drin. Finde ich eigentlich auch eine schicke Idee, ne? Mhm. Wenn du so sagst, so, okay, ich habe ja den Grundfigur und der macht diese ganzen Jobs einfach. Ja, der, ja, ist jetzt, ja, nicht nur darauf begrenzt, das ist jetzt nicht nur ein Charakter, sondern, mhm, er ist wie wir, ja, und er macht Cosplay. Ja, klar. Also wie du es ja schon mal gesagt hast, ja, dass der Grund, die Grundidee kommt ja von Barbie. Also, ja, ja, das, genau, ist ja, Big Jim ist ja quasi durch. Eigentlich nur durch Barbie entstanden. Ja, würde ich hardcore behaupten. Ich, ja, weiß jetzt gar nicht, ob erst Big Jim oder erst Action Man in der Größe rausgekommen ist. Da bin ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht ganz sicher. Im Zweifelsfall würde ich immer Big Jim sagen, weil Big Jim der geilste ist. Aber G.I. Joe war vor Big Jim. Das steht fest. Action Man hieß er damals noch. Ach so, dann wenn das... Oder war das G.I. Joe? Nee, ich glaube, der hieß immer G.I. Joe. G.I. Joe hieß er noch Der damals, war definitiv, genau, vor Big Jim. Aber ich wiederhole mich ungern. Nee, ich würde mich eigentlich ganz gern. Big Jim sah immer besser aus als jeder G.I. Joe in groß. Mhm. Diese brutalen Gesichter. Mhm. Dagegen hatte Big Jim so einen smoothen Style, ein bisschen, ja, James Bond, Roger, ja, Moore, ja, ja, Style, den du bei keiner anderen Figur auch danach mehr finden konntest. Und ich werde dir die ganzen Gesichter, ich freue mich auf die Top-Loge, ich zeige dir meine Lieblings-Big Jim-Figuren. Wenn wir überhaupt welche sehen werden, das ist halt, Alter, der Punkt. Wenn wir keine einzige finden, dann gibt es aber echt eine Krise. Dann gibt es aber eine ab. Ganz schlechte Bewertung für dann, die Top-Loge. Dann wird es richtig Ärger geben. Aber du glaubst doch nicht selber, dass weißt wir keinen Big Jim haben. Weißt du, welche aktuelle Actionfigurenfirma einer meiner absoluten Favorite ist, wenn es um Zubehör geht? Bitte erzähl es mir. NECA. Oh ja. Weil NECA, ja, nämlich alles, oh ja, macht, was, ja, wir quasi gerade aufgeführt haben. Es ist immer das passende, spezifische Zubehör, ja, für den jeweiligen, ja, Charakter dabei. Ja. Und es ist immer, in der Regel, immer ein Wechselkopf dabei. Ja. Also ganz wenige Figuren haben keinen, ja, Wechselkopf. Ja. Wenn die keinen Wechselkopf haben, haben die aber anderes Zubehör, ja, was sonst niemand machen würde. Ja, auch so Zubehör, womit du überhaupt nicht, genau, rechnest. Ja. Ich erinnere mich da zum Beispiel an die, weil ich es gerade hinter dir im Regal auch sehe. Entschuldigung. Teenage Mutant Ninja Turtles x Universal Monsters, diese Crossover-Sachen, ja, wo du einfach, wenn du keinen Wechselkopf hast, kriegst du einfach so einen verrückten Sachen wie ein ja, Riesengehirn, eine Laterne, ein Glas, eine, ja, Laterne, die, ja, auch noch leuchtet. Ich hab eine Michael Myers-Figur zum Beispiel, die keinen Wechselkopf hat, mhm, aber dafür war ein brennender Kürbis dabei mit dieser ausgeschnittenen, ja, Fratze. Ja. Und dann konntest du, dann hast du den ausgepackt und so ein kleines Plastikteil unten rausziehen. Ja. Und wenn du oben auf die Flamme drückst, dann glimmt der so. Ja. Dann hat der so eine LED da drin, ja, und so. Also so einen abgefahrenen Scheiß. Und
Was sie dann gleichzeitig auch noch machen ist, sie bringen ab und zu dann auch noch Zubehör-Diorama-Sets raus, ja, für die Sachen. Das ist richtig geil. Und das ist ja, das bringt es ja dann nochmal, also völlig nach Frankenstein Hause. Und Dracula-Extra-Set, ne? Das, und die, auch die Mumie, einem, die Mumie, total gut. Zu einem sehr gut. sympathischen Preis, by the way. Also ja, Fuffi, ja, fand, ja, ich nicht zu viel dafür. Ja. Hat mich derbe angereizt. Total. Ich muss es sagen, ich hatte, ja, da richtig Bock drauf, hab's aber nicht getan. Ich habe Frankenstein zu Hause, das reicht. In Schwarz-Weiß? Oder in Farbe? Schwarz-Weiß. Schwarz-Weiß ist auch geil. Finde ich auch. Aber weißt du, um auf Nicker nochmal zurückzukommen, ne? Du hast alles da drin, wenn es um Filmsachen geht, hast, ja, du alles drin, was du in dieser Szene, ja, brauchst. Und das will ich nochmal zusammentun mit den Bandai. Erinnerst du dich, als wir den großen Affen ausgepackt haben? Den, von Dragon Ball. Dragon Ball. Vegeta als Vegeta. Affe. Mhm. Und das ganze Zubehör war dazu da, dass du, ja, alle Szenen nachstellen, alles, konntest, ja, die wichtig waren in dem Fall. Du konntest den Schwanz irgendwie abcutten. Ja. Abcutten. Ja, der hat so einen Affen. Ach, ich will nicht ins Detail gehen. Ja, 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 wer, ja, Dragon Ball kennt, weiß, wovon ich rede. Ja, genau. Also dieses riesen Affenwesen. Ja. Oder dann hast du halt den winzigen Charakter, der du ihn hast, anspricht. Genau, den du hast so ein Handpaar gehabt, ja, was aber, genau, komplett zusammenmodelliert, genau, war. Und in der Mitte war der, genau, größenmäßig passende Goku, genau, den, genau, er so gerade zusammenquetscht. Genau. Und das konnte man dann an beide Arme ranmachen, dass er den Goku so vor sich hält und ihn dann so zusammendrückt. Und das hat mich so beeindruckt, mhm, dass wirklich alle Szenen, die du mit diesem riesen Charakter hast, ja, ne, der ist ja nicht regelmäßig aufgetaucht, andauernd, aber du konntest alle. Der ist nur ein einziges Mal aufgetaucht, soweit, ja, ich weiß. Ah, und du konntest Battle Damage Teile austauschen. Und noch. Du konntest den kleinen Angriff von dem, ja, auch noch irgendwie, ja, da dran, ja, setzen. Ja, also, ja, es gab alles, also wirklich exakt. Mhm. Und die Vollständigkeit hat mich so beeindruckt, dass aber das du wirklich alles daran bauen konntest. Das kann Bandai Tamashii Nation sowieso gut. Meine die SH, ja, Figure Arts sind da nämlich auch ein sehr gutes, genau, Beispiel. Die haben nämlich auch immer ganz, ganz viele Wechselgesichter. Genau. Oder ich erinnere mich zum Beispiel, es gibt einen Doctor Strange zu Infinity War, also den Cumberbatch Strange, ja, der erstmal noch unfassbar gut aussieht, also, ja, wirklich gut. Ja. Dann hat er ein Stoffcape, ja, mit Draht, weißt, ja, du, ne? Ganz, ganz toll. Und dann hat der, ich weiß nicht, also lass mich mal kurz, ganz kurz überlegen. 8 oder 10 Handpaare, der hat ohne Ende Hände, ja, dabei. Genau. Das sieht man erstmal gar nicht. Für die ganzen Gesten, die er macht, weil, ne, das versteckt, ja, ist hinter, ja, hinter den Pappe. Ja. Das siehst du erstmal gar nicht, ja, wenn du so reinguckst. Für diese ganzen Zaubergesten. Ja, ja, Mann. So. Ja. Also, und dann hat er noch diese Effekte, die, ja, du so drauf machen kannst und so. Also die Figuren sind nicht nur super beweglich, du, ja, hast auch noch die extra Hände und Figuren. Ja, ja. Also es ist schon, das beeindruckt mich wahnsinnig. Und das ist aber, also die haben halt auch einen stolzen Preis, ne? Also ich, ja, will nicht sagen zu viel, ich finde sie preiswert tatsächlich. Ja. Dafür erwarte ich dann aber auch geiles Zubehör, ja, ne? Und das gehört dann schon für mich dazu. Und was ich bei Tamashii Nations halt auch sehr mag, ist, dass sie so extra Effekte machen, ja, die du machen kannst. Also Einschlagkrater oder, ja, kaputte Wände, Blitze, ne? Solche, genau, Sachen, sowas. Windstürme, die um die Figuren gehen. Mhm. Oder aber auch so einfache Sachen wie ein Tisch mit 4 Stühlen und zu Essen Dragon Ball. Und Wechselköpfe, genau, wo er ist und mit wo Stäbchen denn, in der Hand. Wo dann die Hände und, bei waren, ja, für Goku, genau, mit den Stäbchen in der Hand und die Suppenschüsseln, genau, die Rahmschüsseln, genau, und so. Oder, ja, oder, ja, eben diesen Roller, den sie total fährt. Geil. Wo dann auch nochmal eine extra, ja, Figur dabei, ja, oder, ja, ein extra, ja, Kopf noch, ja, dabei, ja, war. Total geil. Und das ist super, weil das, ja, weil das dir echt, das tut dir dann gefallen. Das ist ja einfach, also da haben die, ich muss sagen, da haben so speziell Bandai und Tamashii Nations, ja, die haben da schon die Nase echt weit vorn. Ja, auf jeden Fall. Was sind dann so eure favorite Brands, wenn ihr Figuren sammelt, mit dem geilsten Zubehör? Oder warum? Wie jeder Meinung sagt, genau. Ihr könnt nämlich jetzt unter anderem bei Spotify auch, ja, die einzelnen Folgen kommentieren. Macht das geil, gerne. Ja. Ansonsten gerne bei YouTube nochmal reinschauen. Ja. Da wird auch jede Folge veröffentlicht. Ja. Da könnt ihr auch nochmal, ja, einen Kommentar oder einen Beitrag zur Sendung hinterlassen. Folgt uns auch gerne überall, wo, ja, ihr uns folgt hört. Uns mal. Folgt uns gerne, kommt, bewertet uns. Und dann kommt, wenn ihr noch nicht habt, eventuell zur Toyplosion. Ja. Also, wenn es noch Karten gibt, schaut mal nach. Es gibt für Sonntag, soweit ich noch weiß, Karten. Also jetzt im September 2024. Genau. Schaut mal rein. Toyplosion Nummer 2 ist das. Mhm.
Und 14. oder 15. September. Ja. Und ansonsten könnt ihr auch gerne die Livestreams verfolgen auf dem Shocking Hazard YouTube-Kanal. Link ist auch unten in den Shownotes drin. Ja. Da wird es am 14. und 15. September, könnt ihr uns da sehen. Da werden wir nämlich in den Livestreams auch dabei sein, moderieren und auch ein paar anderen Spökes mit euch machen quasi. Und genau. Und dann würde mich auch nochmal interessieren, in welche Kategorie, die ich hier aufgebaut habe, würdet ihr dann reinpassen? Was ist eure Sammlerkategorie? Ja. Warum? Was ist euer Lieblingszubehör? Erzählt uns was über den geilsten Anbieter für Zubehör. Warum und was euch antörnt? Übrigens, ganz kurz, in diese Kategorien passt man auch ganz gut rein, wenn man andere Dinge sammelt, wie Schallplatten zum Beispiel. Oh ja, good point. Na? Sehr good point. Ja, sehr gut. Gefällt mir. Ja. Also schreibt uns gerne überall Kommentare, folgt uns überall, gibt uns eine Bewertung ab. Ja. Wir sind raus. Janis, hat mir heute super viel Spaß gemacht. Mann, ich könnte noch, wirklich aber jetzt geil. Ist vorbei. Und wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt Figur betont. Ansonsten sehen wir uns auch am Sonntag bei der Cave Talk auf YouTube. Jetzt wird auch legendär. Tschö. Tschüss. Round one. Fight.